Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Stadium 2, natürlich weiterhin mit Michael. Moin! Wir haben uns dazu entschieden, nachdem wir gerade eben noch so wunderschön, nachdem ich eine schöne Packung gekriegt habe. Nachdem sie die super Resonanzen schon auf YouTube, weil ihr müsst wissen, wir nehmen das hier nicht am selben Abend auf, ne? Also. Haben wir uns gedacht, so der Micha sieht ja die ganze Zeit, wenn ich mir, weil ich Spieler 1 bin, sieht er die ganze Zeit, was ich mir für Pokémon zusammenstelle und dementsprechend gibt er mir dann immer wieder eine auf den Latz, deswegen haben wir uns entschieden, einfach Blitzkampf zu spielen. Genau. Und natürlich Totality Random. Totality. Ja, wir kriegen so, jetzt kriegt der Micha so richtig schön mit meinem Voltoball auf den Arsch. Du hast ja gar keine Pokémon. Du hast gar keinen Voltoball. Wie, ich hab keinen Voltoball. Bist du doof oder was? Du hast keinen Voltoball. Ach doch, du hast einen Voltoball. Okay. Ja. Gut. Was du hast wahrscheinlich da? Einen Voltoball hast du wahrscheinlich dabei, ne? Ja, und ein Mauzi und ein Remoraid, Glumanda. Warte mal hier. Ich mach mal den. Dann. Ja, ihr müsst wissen, wir haben immer so kleine Interferenzen dadurch, dass wir das per Emulator spielen müssen. So. Deswegen kommt das schon mal vor, dass ich sag so, ja, ich setze. Ja, du kannst jetzt ruhig auswählen, dass wir Blitzkampf machen, ja? Das ist richtig. Ja, natürlich, ne? Pikachu habe ich natürlich dabei. Ja, das muss schon. Ja, schon ein Muss. Das ist ein Muss, also. Ja, jetzt hast du, jetzt bin ich mir unsicher. So. Mach einfach mal so. Was machen wir dann? Dann mache ich aber noch so, glaube ich. Ja, gut. Ich glaube doch, ja. Doch, ja, ja. Bist du bereit? Bist du bereit? Und? Das ist natürlich meine Wahl hier jetzt nicht so gut gewesen. Nein. Ihr müsst wissen, ich bin ja ein absoluter Pokémon-Nerd, ne? Also ich beherrsche diese Spieler wie kein, Zweiter. Und auch kein Dritter. Ich beherrsche das so ziemlich gar nicht. Na, hat er natürlich jetzt aber hier schon mal eine Schelle gekriegt, ne? Ja. Das könnte wehtun. Übertreib ich gleich, okay? Ja, aber, ne? Who's King hier, hä? Da kannst du keine Ahnung, ich kenn diesen. Da kannst du mit deinem schwulen Eisenschweif kommen, das interessiert mich, ein feuchten Killer, du. Das interessiert mich jetzt natürlich hier. Kleinstein, ach, der wird da auch weggefickt, ja. Er kriegt da so eine richtig schöne. Ja, ne, das wusste ich natürlich. Lass mich mal bitte schneller. Du Nuttenspiel. Ganz einfach. Das ist natürlich jetzt hier One-Hit. Ja, fast. Nee, doch nicht. Ne? Ja, und jetzt krieg ich hier die Ghetto-Shell auf Doom. 7, das sollte reichen, auf jeden Fall. Ja, aha, Mann. Mann! Mann, ey. Hey, Mann, ey. Hey, Mann, ey. Ja, das ist mein Überraschungseffekt natürlich weg. Jetzt sieht der doofe Strich ja noch, was ich genommen hab hier. So. Weißt du überhaupt, was du gerade eingesetzt? Nein. Haut ist natürlich gewagt, ne? Das ist natürlich gewagt. Ja, ich weiß natürlich. Ach, geh doch sterben mit deinem Schwulen. Ist natürlich hier mein Bärensaft habe ich genippelt. Jetzt hier Nippel auf Doom kriegt. Eissturm? Hier. Was soll das denn? Verarsch mich. Oh ja, auf die Bretter. Es sieht schlecht aus für mich, Leute, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also, ne? Random hab ich hier die Eier. Random hast du einfach die besseren Pokémon, die kriegst. Ganz einfach, ne? Jetzt kommt aber hier Pikachu. Pikachu? Ist natürlich hier ein dicker Bonus. Ja, Pikachu, damals war es noch fett. Mittlerweile hat es nur noch Bauch. So, kommt hier jetzt natürlich erstmal hier ein schöner Donnerblitz, ne? Ich bin natürlich nicht schneller. Wie sollte es auch anders sein? Hör auf, genau! Oh, das Telefon klingelt im Hintergrund. Was? Willst du Drecksvieh mich verarschen? Ja, genau deswegen. Das war der Grund, warum ich den Kopfnuss einsetzen wollte. Das reicht nicht. Bingo! Das ist trotz Volltreffer warst du so schlecht. Bist du behindert? Mann, Leute. Na, das ist natürlich schade. Ach, das interessiert mich deinen feuchten Fuzzi hier. Oh, und jetzt kriegst du den letzten Stoß. Was?
Was? Los, Volltreffer, Volltreffer. Ah, damit steht der Sieger fest. Los, daneben, daneben. Bingo. Wir machen natürlich jetzt gleich noch ein Rematch, Leute. Also, das kann man natürlich hier nicht auf sich sitzen lassen, gegen so einen Amateur zu verlieren. Kampfende. Pro gegen Noob. Dann noch mit so einem hässlichen Pokémon wie Mauzi. Ja, echt, Miauz genau hier. Was war dein letztes? Ich sehe dein letztes Pokémon nicht. Glumanda. Nochmal! Oh, jetzt haben wir dasselbe Team, oder? Ja. Ah, hoffentlich nicht. Ansonsten fick ich dich halt nochmal. Nee, wir haben. Das hättest du natürlich so gern. Aber du hast natürlich ein wunderschönes Snubbel. Snubbeldubbel. Womit fangen wir denn an? Mach mal so, so und so. Ja, so mag der Onkel das. Wähle drei Pokémon, bitte. In der Hoffnung, er flickt schnell genug, dass ich es nicht sehe. Ich glaube doch, ich habe jetzt hier eine akzeptable, doch muss ich sagen, akzeptable Entscheidung getroffen. Ja, doch, also, das muss man ihm erlassen. Damit habe ich natürlich gerechnet. Ja. Deswegen kommt jetzt natürlich auch das. Es kam ein Pokéball aus dem Pokéball. Es war natürlich nur ein Fake. Donner natürlich. Es steigert seinen Fluchtwert enorm. Nein, nicht enorm, aber. Sein Fluchtwert nimmt zu. Der nimmt nur zu. Sein Luftschiff hält ab. Das ist natürlich sehr effektiv. Ja. Aber der Schaden ist natürlich nicht mein primäres Ziel. Ich möchte natürlich, dass dein Donner nicht trifft. Wir spielen hier außerdem noch mit Evasion Claws. Ne? Das heißt, Doppelteam ist eigentlich verboten. Nein, natürlich nicht. Oh, jetzt hier natürlich mal. Ja, wenn der jetzt trifft, dann bin ich Gott. Nee, der wird nicht treffen. Was? Wait. Er will mich gerade verarschen, diese. Das ist natürlich schön. Sie sind bereit. Sein Fluchtwert steigt. Das muss natürlich nicht sein. Oh. Es ist vollständig paralysiert. Okay. Mach doch Finale. Hat auf jeden Fall genug, macht genug Schaden, sagst du, ja? Es ist vollständig paralysiert. Ach, scheiße. Was wird es tun? Ein großartiger Treffer, Leute. Großartig. Das ist besser als gut, übrigens. Habe ich dir gerade über 30 KP abgezogen, eigentlich? Ich glaube nicht, deswegen. Deswegen habe ich es ausprobiert. Bisasam und Remoraid, okay, damit kann ich arbeiten. Okay. Damit kannst du arbeiten. Damit kann ich arbeiten. Na gut. Die Kämpfer starren einander. Doch schwul, ey. Ich hab natürlich noch einen Reflektor, ne? Ja. Scheiße, weil die ich hätte noch eine Runde warten müssen. Fuyu! Ja, schick doch mal Remoraid. Dein Untergang. Remoraid. Wir sind hier nicht bei WoW, mein Freund.
Die Befehle wurden erteilt. Oh, das Pokémon wird plötzlich ausgewechselt. Was jetzt wohl kommt? Ringfrei für Bisasam. Es kann sich immer noch nicht rühren. Das ist natürlich schade. Ich hab Feuersturm. Okay. Was? Ich hab Feuersturm. Toxin, ich bin schon paralysiert, du Dulli. Oh Mann. Der Schlag wurde abgewehrt. Volltreffer? Und dann was ist Volltreffer? Oh Mann. Der Kampf wird immer intensiver. Oh, Zornklinge. Oh, oh. Sehr effektiv. Es wurde paralysiert. Die Paralyse setzt dir ja ganz schön zu, ne? Also muss auch sagen, also wenn man nicht so paralysiert wäre, dann wäre das schon schöner. Dieselbe Animation übrigens, also... Nein, das ist doch... Boah. Aber mich persönlich wird das ja ansicken, ne? Ja, mich auch. Also, wenn ich jetzt ich wäre und ich würde hier spielen, dann würde mich das wahrscheinlich auch, muss ich schon sagen. Boah! Geh doch sterben, Mann! Aber es würde mich auch belasten, wenn ich mein Indivier nicht kaputt kriegen würde. Der Schlag hat nur dich drei. Oh, geh doch sterben, halt aufs Maul, Mann! Endlich. Was hatte ich denn jetzt noch alles mit? Das kann ich dir nicht sagen. Das werden wir gleich erfahren. Seid ihr auch schon gespannt, so wie ich? Ich glaube, ich möchte das nehmen. Snubbel. Nein, ich wollte es nicht nehmen. Naja, egal. Okay. Muss ich gleich mal gucken. Muss ich gleich mal kurz hier Werte vergleichen. Stärke. Wow. Bam! Doch, sterben. In dein Gesicht. In your face. was setze ich bloß ein? Remoraid. War das Wasserboden? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube aber nicht. Aber es ist ein verdammt hässliches Pokémon. Das muss ich dir sagen. Ein Pokémon gegen zwei. Was nun? Ein kleiner Kratzer, ja. Von 30 KP. Es hat keine Wirkung. Schade. Okay, Leute, hier wird natürlich schon, also es kristallisiert sich natürlich schon raus, wer hier wirklich Ahnung von dem Spiel hat. Ne, das muss man ja schon so sagen. Also, ist halt doch nur ein Amateur. Der Daniel. Er macht fast schon Schaden. Ne? Ja, fast. Der Wille ist da. Der Donnerschlag, der geht natürlich jetzt daneben. Naja. So richtig. Ah, in my face. Holy moly. Ist so ein hässliches. Ja, da hat dieser hässliche Köter auch noch gewonnen. Der ist wirklich auch hässlich. Der sieht aus wie mein Haufen. So Leute, das war's. Es endet mit einem 1-1. Die Revanche kommt bestimmt. Ich würde sagen, ich bin weg und der Micha auch. Nee, ich bleib noch ein bisschen. Also wenn ihr noch Fragen habt, ne, unten in den Chat einfach mal rein. Alles klar, haut raus, ciao. Ciao.